Hallo, herzlich willkommen im Filmmuseum heute Nachmittag zu einer Nachmittagsvorstellung. Heute ein recht kompaktes Wochenende haben wir jetzt mit zwei Gästen eben, die zum Katalog beigetragen haben, den man oben erwerben kann. Christoph Huber, der gestern schon eine Einführung gehalten hat und auch heute Abend und morgen nochmal uns einführend hier Filme präsentieren wird. Und heute jetzt zur Vorstellung von Die Frauen des Herrn S. Ja, freue ich mich, dass Rainer Knepperges, der auch im Katalog einen Text darüber geschrieben hat, dass Papas Kino in Wirklichkeit vielleicht eher Mamas Kino war, die These formuliert hat, einen sehr schönen Text. Und der Filmemacher auch ist, unter anderem die Quereinsteigerinnen im Umfeld der Kölner Gruppe, seit ja, vielen Jahren auch Kurzfilme auch macht. Und schreibt bei newfilmkritik.de sehr schöne ja, also so Essays mit bildmotivischen ja, Assoziationsketten, also die auch mal sehr faszinierend sind. Ja, und jetzt freue ich mich, dass wir von dir, Rainer, eine Einführung zu dem Film bekommen und heute Abend zu Alraunia auch nochmal. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, Andreas Ballertz und ans Filmmuseum hier. Stolz hier zu sein. Und ich will nicht verheimlichen, dass ich dass der Film, den wir jetzt gleich sehen werden, mich ratlos gemacht hat. Also die Einführung könnte ja die Aufgabe haben, ihr Vergnügen zu verstärken oder ihren Schock zu vertiefen, den der Film vielleicht bei Ihnen auslöst. Vielleicht langweilt er Sie aber auch. Also ich lege für dieses Ding nicht die Hand ins Feuer. Das Einzige, was ich mir erklären, also wo ich nicht ratlos war, dass ich mir denken konnte, warum Olaf Möller mir das zugedacht hat, den Film einzuführen. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass dieser Film, ähnlich wie ich es in meinem Text für den Katalog getan habe, auf also unscharfe oder gewagte Art und Weise Politik und Sexualität in Zusammenhang bringt. Und zwar auf eine Art, die, sagen wir mal, irgendwie zwielichtig oder schmierig oder irgendwie suspekt ist. Es geht wohl doch eigentlich offensichtlich um eine Satire auf die Besatzungszeit. Und es geht aber dann doch auch um das Geschlechterverhältnis. Und was das jetzt miteinander zu tun hat eigentlich, da bin ich noch nicht dahinter gekommen, wie vertrackt der Film ist oder wie plump. Ich habe, also Sie müssen dieses Rätsel lösen, ohne dass ich Ihnen dabei helfen kann. Ich will aber ein paar Namen nennen, mit denen man quasi durch den Film gehen kann und Leute, die man da bestaunen und mögen kann, ohne zu verstehen, was der Film eigentlich tut. An allererster Stelle Vita Benkow, die ich ehrlich gesagt nicht kannte, obwohl sie eine der wichtigsten Schauspielerinnen ist, und die habe ich halt wirklich auch vergessen in meinem Text. Siebtes Kind von acht Kindern, die Eltern betrieben das Walhalla, eines der größten Amüsier-Etablissements in Dortmund um die Jahrhundertwende. Noch jung war sie schon die komische Alte. So ähnlich wie vielleicht wie Walter Brennan im amerikanischen Film, der so auch schon als recht junger Mann alte Käuze gespielt hat. Und über diese Figur der komischen Alten, also die Frau, die hier in dem Fall, also ist sie Vita Benkow, 50 Jahre alt, und die halt, ja, schamlos ist ja ein doofes Wort eigentlich, die beherzt das Begehren darstellt. Das ist wirklich etwas jenseits all dieser Politik oder so. Es ist das vielleicht das Herz des Films. Gustav Kampendonk hat es geschrieben, das Drehbuch. Und er hat unter anderem auch Morituri von Arthur Brauner geschrieben. Aber dann unzählige Drehbücher, also mindestens sechs Stück im Jahr, wurden tatsächlich auch verfilmt. Freddie Quinn-Filme, viele. Fritz Arno Wagner als Kameramann. Also eine ungeheure Konstanz im deutschen Kino, also von Lubitsch, Murnau, Lang über die unangenehmsten Propagandafilme Flüchtlinge, Feinde um Krüger in der Nazizeit. Und dann aber auch halt hier auch wieder viel beschäftigt in den 50er Jahren. Ein Namen noch,
Heinz Engelmann war und ist eigentlich, also für mich, wenn ich sehe den Mann und dann denke ich, was ist das? Weil die Stimme ist die Stimme von Heinz Engelmann, ist eigentlich die Stimme von John Wayne, William Holden, Randolph Scott und so. Und das ist halt immer dann doch auch immer wieder in den deutschen Filmen so eine Irritation, dass man also das ist ein Thema für sich, aber dass man die Stimmen und dass die vor allem die Männer über ihre Stimmen quasi so eine geisterhafte Präsenz haben und die Körper sind irgendwo auch lächerlich. Selbst im Falle von Heinz Engelmann, der eigentlich ein sehr attraktiver Mann auch war und hatte, ist hier das Objekt des Begehrens und hatte auch ein paar tolle Filme. Entchen von Tarau von Wolfgang Schleif hat mir sehr gut gefallen. Und was ich nicht kenne, ist Cavalcantis Herpundila, wo er spielt, und Richard Häuslers Martinsklause. So. Das ist ungefähr das, was ich sagen wollte. Aber ich wünsche Ihnen vor allem viel Vergnügen, weil das kann man schon haben mit dem Film.